Grunde muss die neue Regierung nur das machen, was die alte Regierung aufgeschoben hat. Nämlich erstens brauchen wir endlich mal eine steuerliche Begünstigung der energetischen Gebäudesanierung, das steuerlich abschreiben kann. Dann werden es sehr viel mehr Leute machen. Und zweitens brauchen wir einen integrierten gesetzlichen Rahmen für die Wärmewende, ein Gebäudeenergiegesetz, in dem die verschiedenen Maßnahmen, also Dämmung der Gebäudehülle, Sanierung, Dächer, Fenster, aber eben auch der Einsatz neuer Technologien, moderner Heiztechniken wie der Wärmepumpe gemeinsam integriert und behandelt werden, dass es nicht dieses Wirrwarr von in sich widersprüchlichen Gesetzen gibt, dann wäre für die Planer und Hausbesitzer schon ganz, ganz viel gewonnen.